Einen wunderschönen guten Tag, liebe AOR-Freunde draußen. Wir sind hier beim nächsten Rennen in Ungarn. Vor allem, weil wir ein Safety-Karten und dann hat's wieder heute, ihr habt es ja mitbekommen, es war wieder kein Livestream am Start. Nee. Das wird auch noch im nächsten Rennen in Belgien so sein. Immer zu dem Zeitpunkt geht der Ping einfach hoch, ist unglaublich, der geht auf 90 bis 100 oder über 100 sogar. Ja. Das ist unmöglich, da zu streamen. Also wahrscheinlich würde ich hier gleich rauskommen, wenn ich streamen würde, aber auch die Qualität des Streams muss darunter leiden. Das ist einfach nicht schön. Ja, wir sind hier in Ungarn. Und ja, einige Fahrer sind auch wieder neue mit dabei. In Deutschland wurde ja nach der Pause Liga oder Split 4 wurde ja aufgelöst und in Split 3 und 5 eingeteilt. Und damit auch denn bei da in Split 4 wenig Fahrer waren, sind jetzt vielleicht auch noch hier hochgekommen. Ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video gesagt hatte. Deswegen sind jetzt auch unsere Lobbys ein wenig voller und es freut uns auch, dass wir jetzt zum Ende der Saison hier dann auch das ja weiterführen können. Ja, die AOR-Pause ist auf jeden Fall vorbeigegangen und jetzt geht's durch hier mit den Rennen bis zum Ende der Saison. Und ja, in Qualifying haben wir uns erstmal hier, ich habe mich erstmal am Anfang soft kurz mal eine Runde eingeschossen, wurde mir empfohlen, kurz mal ein bisschen die Strecke ein bisschen grip-lastiger zu machen, um dann mit einem harten bessere Verhältnisse zu haben. Bin jetzt hier auch auf einer 18 Mitte ungefähr unterwegs, mit dem harten Reifen wieder deutlich besser. Da sind manche hier 17 hochgefahren, 17 Mitte auf den harten Reifen, das ist schon ordentlich. Nochmal gut eine Sekunde schneller, da habe ich keine Chance damit zu gehen. Ich würde einfach das Training dafür und auch ein bisschen die Motivation dafür zu trainieren. Du warst erstmal eine 18-2, solide, wunderschönen Ordnung. Abend. Aber jetzt gibt es auch eine kleine Lyrikstunde. Jeden Sonntagabend sitzen wir hier und trinken Bier. Und jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier im TS vier. Mit vier Leuten in der Laberecke. Kleine Schnecke. Hauptsache, dass das Auto nicht verrecke. Marvin, Tobi, Miguel. Die fahren aber beherzt und schnell. Wunderschön. Hast du schön gemacht, Erik. Tobi, was sagst du dazu? Dazu sage ich, mach einen Kopf zu. Weil er rein gar nichts kann. Oha. Ich werde hier weggewuft, ich merke das schon. Miguel, machst du so weiter, kriegst du keinen Lohn, denn du bist ein Hundesohn. Das ist aber wie geil. Er zerzichelt dich schnell. Ja, eine kleine Lyrikstunde mit Erik, der uns beim CS kurz begrüßt hatte. Wir sind auch im Medium unterwegs. Also, hier sollte doch nur noch ein bisschen drin sein. Ungarn. Du mach mal einen Streamer, du Hundesohn. Da haben wir auch wieder gehört, Erik, ja, möchte euch einen Stream anmachen, ich Hundesohn, aber ich glaub, ich kann wie gesagt, keine Chance mit diesem also Ping, da muss ich nochmal ein bisschen nachhaken, das geht so nicht weiter. Aber gut, erstmal die Medium-Runde, sind schon mal 2 Zehntel der Verbesserung nach Sektor 1. Soll ich ein bisschen holländischen Schlager abspielen? Sollst du am Maul halten. 16.9 ist seitdem auf Medium gefahren, oder? Da fehlt ein bisschen, aber die haben die ganze Zeit im Mittelsektor abgenommen. Ja, die kann man deutlich aggressiver anfahren, die Kurve. Und so viel Zeit habe ich am Ende auch leider nicht mehr rausgeholt. Der Medium sollte auf jeden Fall doch schon mal ein bisschen schneller sein als der harte Reifen. Guten Hunger. Danke, sehr aufmerksam. So, durch die vorletzte Kurve. Bisschen übersteuern hier. Bisschen zu weit raus am Ende und ja. Wir müssen was fahren. 17,7. Denk mal, da war mindestens auch eine 17,5, 17,4 drin. Aber das sollte nicht reichen. Am Ende gab es noch mal einen Versuch auf dem Medium. Aktuell nur 12. mit dem. Platz 1 Chunky 16,6. Also immer eine Sekunde Rückstand. Schon mal hier der Lockup in Kurve 1. Kein guter Start hier in die Runde. Aber wenn wir rausschneiden, gewinnen wir ein paar Hundertstel. Die Berg runter links.
Nee, Höpsen, ich komm nicht, TS. Ungefähr hier auf plus minus null. Noch 3 Minuten. Für ungefähr eine Zehntel nach dem ersten Sektor, aber dann habe ich den Innenkörper ein bisschen zu hart angefahren und abgeflogen, Flügel dann im Arsch. Und ja, am Ende ist das Platz Nummer 15 von 16. Bei mir ist ab der Hälfte 1,2 Sekunden. Fange ich auf Gelb Rückstand an? Ist ein enges Qualifying, aber ich bin nicht bekannt für meine Qualifying Pace. Ja, wenn ab der Hälfte Regen ist. Ja, kommt den Weißen halten. Und Weißen halten, wie viel? Das ist nämlich die Frage. Paul gehört Ben Q, mit dem wir ja ein paar Probleme hatten in Deutschland. Dafür hat auch jetzt der BenQ Strafpunkte bekommen. Ah, Leute, ich weiß immer noch nicht, ab der Hälfte. Und der Obi-Wan Kenobi hat 10 Strafpunkte oder eine 10-Sekunden-Strafe bekommen. Also ihr sagt damit hat er dann nochmal eine Position verloren in Deutschland. Aber ja, aber er mehr oder weniger der Auslöser war. Kommen wir jetzt zum Rennen hier in Ungarn zum Start. Der Renault von Bob bleibt da stehen. Es hat. Ich habe einen sehr guten Start erwischt. Enigma bin ich schon fast vorbei. Und dann Picard da, der geht da innen rein. Alter. Da wird es ein bisschen sehr eng. Und da wird auch der Mercedes von Klawutzke rausgedrückt. Da ist schon mein Teamkollege. Ja, Klawutzke auch schon wieder seit langem. Jetzt sind wir mit dabei. In AOR. Schon früher gefahren. In Saison 8 und 9. Wir sind mittlerweile hier in Saison 18. Ja. Junge, Kaboom, was bist du für ein dreckiger Scheiß? Schon ein bisschen her in alten F1-Spielen. Oh, back in 2013, da ist er dann mitgefahren. Ja, von Platz 11 auf. Von Platz 15 auf 11 hier. Nach Sektor 1. Und ja, er kriegt auch das durch meinen schönen Internet, aber auch hier mein Teamkollege hat ein paar Lags gehabt. Der ist hier ghostet, wird dann wieder entghostet und dann sage ich, ja, ich kürze mal ab, um die Kollision zu vermeiden. Ich bin ja ein Allmann, wie wir letztes Mal festgestellt haben. Und dann ist da noch ein Enigma neben mir hier in den SS. Absolut. Und geht hier auch Blond vorbei, wenn man ein bisschen Grip-Niveau ja, ausgeht am Ausgang. Oh. Nein, doch, blau. Na egal. Wir werden auch fürs nächste Rennen wieder eine anständige Onboard-Kamera haben. Musst du eine Weite nach hinten. Das ist geil. Man kann jetzt auch das neueste Update von F1, was bei mir heute am 25.11. herauskam, kann man jetzt für jedes Auto seine Kamera einstellen. Das ist cool. Ich fahre ja mit dem Williams fahr hier, ich fahre mit dem McLaren, da kann ich gerne mal ein paar Presets einstellen, jetzt hat sich das Feld ein bisschen schon um wieder denn, ja, oder? Ein wenig ja, nicht dauerhaft die Kamera umzustellen. Ja, 12. hier nach Runde 1. Los geht's. So, Ende Runde 2, so. Anfang Runde 3 jetzt. Enigma ist vor uns. Okay, wir sind jetzt haben jetzt hier deutlich besseren Überschuss als gerade eben noch. Ohne DRS. Wir sind in Kurve 1 neben ihm. Oh Mann, ich wäre jetzt P3, glaube ich. Wir stunden aber solide raus und haben den 11. Platz jetzt mit unserem Teamkollegen vor uns. Und noch 9 weitere. Und sich hier war das auf jeden Fall das Thema nicht wirklich abzukürzen. Das geht ja hier auch schnell jetzt ein paar Stellen. So, ich habe euch ein paar Runden mal hier ein bisschen übersprungen, wir sind jetzt in Runde 10. Da hole ich mal meine erste Verwarnung ab, unnötig, das so weit hin abzukürzen. Die Runde davor alle gut rübergekommen und dann, ja. Die Beine, die sind ungefähr auf meinem Niveau ein bisschen gefahren. Ihr seht auf der Minimap, die davor sind schon weiter weg. Und die beiden Fahrer, die haben sich auch so manchmal so ein bisschen nach hinten geleckt. Was wahrscheinlich auch an meinem Internet lag, aber eigentlich hatte ich soweit mit anderen keine Probleme. Ich glaube auch, niemand hat sich bei mir beschwert. Ich bin auch schon früher mit anderen Leuten, die aus Amerika oder Kanada gefahren sind. Hatten also auch die rote Latenz, hatten aber nicht geleckt. Also man kann mit den Leuten fahren, alles möglich. Ja, 35 lange Runden hier in Ungarn. Aktuell nur auf der 11. Hinter uns, die 5 Leute können wir schon mal bis hinter uns lassen. So, in Runde 12 gehen aber auch schon mal die ersten rein. Der Ben Q, der vorhin auf Pole geschaltet ist, jetzt hier nach hinten gerutscht. Der hatte da einen kleinen Zwischenfall. Der Elf geht auf die Box gefahren. Da war jetzt sind wir aktuell so auf 9. Nutzungserscheinungen an den Reifen. Sie sollten aber noch für eine Weile passabel sein. Runde 15 sind wir aktuell, haben noch eine weitere Position gewonnen. Aber jetzt wird es mal langsam Zeit für den harten Reifen. Wir entscheiden für die Boxengasse.
Der Pikachu, deine Pikachu, der fährt auch weiter. Oh, wir waren Klumpi hinter uns auch in die Box. So, der Skrippi im Haas, zack, einmal durch, unsafe release. Kriegt das Kommando Spiel immer noch nicht hin. Aber es ist krass, dass wir das Spiel jetzt immer noch updaten, ein bisschen. Das ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. So, wir rutschen dann somit auf die 14. Einer schon währenddessen ausgeschieden, das war der Renault von Bob. Noch ein paar Runden später ist noch der Fahrer von Enigma drin und der Red Bull von Daniel Picards. Und haben wir undercutted. Der ist deutlich lang draußen geblieben. Hat die Position verloren, aber er ist hinter uns. Und zwar nicht nur ein Red Bull, sondern auch der zweite Red Bull von Obi-Wan Kenobi ist auch dahinter. Und er ist auf Medium-Reifen, er ist mit harten Reifen gestartet, ich mit Medium. Und er ist jetzt auf den schnelleren Reifen unterwegs. Und ist jetzt auch hier vor Kurve 3 vorbei. Kurve 2, wie man möchte. Der zweite Red Bull Obi-Wan Kenobi mit demselben Reifen wie ich, mit dem harten Reifen unterwegs. Und aktuell hier geht es um den letzten Punkt. Und ist jetzt jeder auf dem Medium bei Heavy Rain. Bei noch 13 zu fahrenden Runden. Okay. Genau. Ja, ich bin hinter. Aber wirklich ereignisreich war das Rennen nicht. Schneller. Das muss ich mal zugeben. Aber komm noch nicht vorbei. Auch nicht meine Lieblingsstrecke irgendwann, aber dafür, dass ich nicht wirklich trainieren konnte, ging es doch dafür ganz klar. So, Runde 24. Wir machen ein bisschen Kampf wieder bei Obi-Wan Kenobi, aber er ist dann doch noch in und geht dann in rein und absolviert das Manöver. Wir versuchen nochmal ein kleines Comeback, aber nein, dafür reicht es nicht. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht hinten rauffahre. Ja, und es sind aktuell nur der 11. Platz in Runde 24. Mal schauen, ob da noch was geht. Ja, eine Runde später nur, mein Teamkollege fällt in die Wand, wie auch immer das passiert ist. Mercedes hat sich davon auch noch verabschiedet. Ja, das war ein bisschen kurios. Sah aus, als ob er das mit Absicht gemacht hätte. Aber er hat einfach die Kontrolle verloren gehabt. Also somit sind wir jetzt 10. Platz 11 stand ist auch offline. Über 9 Sekunden hinter uns. Also gute Zeichen dafür, dass wir uns hier noch einen Punkt holen. Ja, dann habe ich hier eine schöne Fahrung bekommen und meine einzige Zeitstrafe in dem Rennen. War ein bisschen unnötig zu holen, aber so sieht das Kommas an. Mit 4 Rädern über der weißen Linie und Vollgas gegeben, Zeit gewonnen, eine Verwarnung. Ist im Real Life natürlich gar nichts. Ja, das Rennen ist aber auch schon vorbei, der Shanky gewinnt. Und der Abstand ist einfach auch nicht wirklich riesig. Sind am Ende da ein paar Sekunden, die denn hier nur Platz 1 und 10 trennen, sind am Ende nicht 30 Sekunden oder so. Ah, der Hurensohn Kaboom, Alter. Ja, auf jeden Fall nochmal eine 20-1 am Ende zum Abschluss. Es gibt noch ein Wiedersehen wegen 101. Das war das Rennen. Wir beenden das Rennen hier auf Platz 10, nehmen einen Punkt aus Ungarn mit, nachdem wir ja in Deutschland gedreht worden sind und uns die Punkte geraubt wurden. Könnt auch gerne bei meinem Stream noch einschalten. Seht ihr. Ja, Shanky gewinnt. Kaboom auf 2. Und ich glaube, der Bursi ist auf die 3 gefahren im Alfa Romeo. Ja, war ein solides Rennen. Pace war ganz in Ordnung, hat halt für Punkte gereicht. Bei 16 Fahrern dann wieder einen Punkt geholt. Aber gut, somit kann man weitermachen. Nächstes Rennen dann Belgien. Da freuen wir uns drauf. Level 39, Hype. Und jetzt kommen wir nochmal zum Rennergebnis. Ja, 35 Sekunden sind es am Ende, die den Sieger und mich trennen. Und es ist ja auch wirklich relativ eng so das Feld, also so will man das auch haben. Ja. Zu Dave Gaming, da fehlt noch ein paar Sekunden. Muss die Pace noch ein wenig besser werden. Aber
Danke fürs Zuschauen und man sieht sich denn beim nächsten Mal wieder, wenn es denn zu den Highlights von Belgien gibt. Bis dann. Ciao.